Hallöchen zunächst den Mod-Vorstellung. Und zwar heute haben wir hier ein MTZ-82.1, zumindest steht es hier so dran. Hat schon mal einen netten Sound, muss ich sagen. Haben ja schon getestet ein bisschen. Ja, gucken wir ihn mal kurz genauer an. 81 PS, 156 Liter Sprit und 34 km/h kann ja gut hier laufen. Es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten, und zwar die Designfarbe könnt ihr ändern. Dann habt ihr hier praktisch, ja, hier vorne ein bisschen grün, also je nachdem, was er halt macht. Shape ist auch grün. Und ja, dann habt ihr hier die, die Schutzbleche vorne, die könnt ihr dann praktisch so einfärben. Dann habt ihr die Hauptfarbe, die könnt ihr hier zum Beispiel in Rot oder in Blau oder so färben. Die Felgenfarbe könnt ihr hier auch ändern. Machen wir mal in Grün, dann sieht das Ding so aus. Das Nummernschildauswahl, ne, in was für einer Farbe ihr es halt haben wollt. Nummernauswahl halt, Nummernauswahl war was anderes, genau. Nummernauswahl, die war jetzt, wo war die? Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber das jetzt wieder war. Und haben wir noch die, ja, vorne, zeigen wir euch gleich die Frontlader-Sache als verschiedene Farbmöglichkeiten hier, ne? So. Dann haben wir hier Designsmöglichkeiten, und zwar hier mit den Lichtern oben. Ihr seht hier entweder die runden oder die ecklichen hier am Dach oben. Dann haben wir hier dann nichts mehr. Hier haben wir ein Radgewicht, zusätzliche 80 Kilo, 160 Kilo, 240 und wieder die Standardgewichte sozusagen. Reifenvariante könnt ihr hier was einstellen, ne? Ein bisschen weiter nach außen gehend, hier sieht dann so aus. Oder dann wieder normal. Und hier können Nummernauswahl, Nummer 1, Nummer 2, das hat hier was mit dem Lenkrad irgendwie zu tun. Na, ihr seht hier den Unterschied am Lenkrad. Und dann haben wir hier unten noch die Monatsführung mit 81 PS oder 105 oder 80 oder 105. Na, die zwei gibt es hier. Frontladeranbau gibt es hier auch. Dann könnt ihr machen so oder den da. Oder halt den da, den gibt es dann halt in verschiedenen Farben. Ja, könnt ihr auch in Grün haben, dann habt ihr halt unten alles in Grün. Oder halt gar keinen. So. Rundumleuchte, eine oder gar keine. Ich habe natürlich schon einen gekauft, da steht er auch schon. Gucken wir mal kurz genauer hin hier. Hüpfen mal rein in die Kiste. So. Lenkrad kommt runter, wenn man einsteigt. Achtung. Zack, kommt runter. Funktioniert. Auch hier wird der Hebel umgelegt schon. Hier kann man irgendwas verstellen. Ich habe es allerdings noch nicht gefunden. Also mit Maus bei der Ausstellung gedrückt halten. Da geht also bei mir gar nichts. Wir können hier jetzt Simple IC auch verwenden. Wir haben hier ein paar Optionen. Wir können hier beispielsweise die Fenster öffnen und wieder schließen, und wir können hier das gleiche mit dem Fenster auch machen. Allerdings kann man sonst nichts mehr mit Simple IC hier scheinbar machen. Die Hupe, Standardhupe, und dann würde ich sagen, lassen wir doch mal die Kiste an. So, hört sich doch nicht schlecht an. Lassen wir mal hier dran. Funktioniert auch. Genau. Belastungssound hat er auch dran. Raucht auch ordentlich.
Hört sich so manchmal so ein bisschen wie Elektro an. So, ein bisschen. So, das funktioniert also auch. Das hängt hier einigermaßen drin, genau. Da drin dreht sich auch ein Lüfter. Ihr seht hier genau das Lüfterrad. Und hier drin beim Hoch- und Runterlassen geht auch der Hebel vorne und zurück. Passt. Upsa. Lenkung ein bisschen schwergängig, dauert ein bisschen. Ja, dauert ein bisschen länger, bis sie wieder zurückstellt. Und Umleuchte funktioniert. Somit passt es hier einigermaßen. Genau. Sehr schön. Gehen wir mal kurz noch in die Nacht rein, wie es da aussieht mit den ganzen Lampen. So, einmal Licht, ihr seht es hier. Zweimal Licht, auch hier, auch die Kennzeichenbeleuchtung ist da. Dreimal Licht da oben. Fühlt mich wieder alles aus. Sehr schön. Warnblinker funktionieren hier auch. Eine Seite vom Blinker tut und die andere Seite vom Blinker tut auch. Genau. So. Lok da oben. Ihr seht es da oben. Da haben wir Fehler drin. Na, das, das ist der falsche. Entschuldigung, das war der falsche. Hier unten kommt es ja erst. Mann. Da haben wir jetzt eigentlich, ne? Sehe ich jetzt gerade keinen Fehler bei diesem Mod. Stimmt. Scheint wohl fehlersfrei zu sein, der Kleine. Und ja, wer ihn haben möchte, wie immer, Link ist unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr ihn dann auch runterladen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal hier. Und tschüss.